habe einen kleinen Winkel h. Nun interessiere ich mich für den Sinus. Wie mache ich das mal gerade? Mal selber überlegen. Okay. Wo finde ich den Sinus? Das hier, das sollte ich mal klar machen, ist die Länge 1. Das ist die Länge 1. Ich sitze im Einheitskreis. Das hier ist die Länge 1. Sinus von dem h wäre Gegenkathete durch Hypotenuse. Ich kann hier direkt den Sinus von h ablesen. Die Länge dieser Seite ist der Sinus von h. Wenn ich im Bogenmaß bin, und das ist der Trick, wenn ich im Bogenmaß bin, ist dieser Bogen hier h. Ich sage, das ist der Winkel h im Bogenmaß. Das, was hier abgeschnitten wird aus dem Einheitskreis, ist dann genau dieses h. Und mal in großen, wenn Sie einen kompletten Winkel haben, 360 Grad, den Vollwinkel, schneiden Sie 2 Pi aus dem Einheitskreis. Wenn Sie einen Winkel von 90 Grad haben, schneiden Sie Pi halbe aus dem Einheitskreis. So funktioniert das Bogenmaß. Und hier, ich habe einen Winkel von h, dann schneide ich hier als Bogen aus dem Einheitskreis ein Stückchen h. Jetzt müssen wir ein bisschen mit Zahlen wedeln und so weiter, aber ich hoffe, es ist nicht ganz unlogisch, dass diese beiden Stückchen hier, dass dieses Stückchen hier und dieses Stückchen hier doch sehr ziemlich genau, was für ein Ausdruck, dass die sehr genau die gleiche Länge kriegen. Wenn h immer kleiner wird, werden diese beiden roten Stückchen, der Winkel hier flach wird, werden die beiden roten Stückchen extrem genau gleich lang. Das heißt, wie groß wird dieser Bruch hier werden, anschaulich, wenn h sehr klein ist? Nee, nicht 0. Sie teilen 1, genau. Sie teilen zwei Sachen durcheinander, die praktisch gleich groß sind. 1 wird er werden. Dieser Bruch wird 1 werden. Das müsste man ausführlicher begründen. Das erübrigt sich nachher, weil es einen ganz anderen Weg gibt, das zu begründen. Der wird ungefähr 1. Gerade in mich gehen, ob wir uns den auch noch angucken. Cosinus h minus 1. Der Cosinus ist dieses hier. Der Cosinus vom Winkel. Cosinus h minus 1. Das ist ungeschickt. Das hier ist 1 minus Cosinus. Genau umgedreht an das Vorzeichen. Das hier ist 1 minus Cosinus von h. Sie sehen, 1 minus Cosinus von h wird extrem klein und wird viel schneller klein als h. Diese grüne Strecke hier schrumpft extrem schnell. Viel schneller als h. Müsste man jetzt auch ausführlich begründen. Ich will es nur mal angedeutet haben. Zum Schluss kommt raus, wenn Sie das durcheinander teilen, das wird 0 werden. Und was bleibt? Sie sehen, ist Cosinus mal 1 plus Sinus mal 0. Was bleibt, ist der Cosinus, wenn das h ganz klein wird. Das ist dann nachher, wenn man unbedingt will, eine Begründung dafür, dass die Ableitung vom Sinus der Cosinus ist. Und zwar nur im Bogenmaß. Der Trick war, dieses wird 1, wenn ich im Bogenmaß rechne. Dieser Bogen hier, dieser Bogen ist der Winkel, aber nur im Bogenmaß. Wenn ich das in Grad rechne, kommt da komplett was anderes raus. Vorsicht an der Stelle. Mit Grad brauchen Sie die Kettenregel, um den Sinus abzuleiten. Wir werden das nachher ganz anders machen. Das geht völlig elegant in einer einzigen Zeile, ohne solche Spielereien. Also ich habe es in einigen Büchern schon gesehen, wo das dann wirklich seitenweise ausgewalzt würde. Oh, wie kann ich jetzt diese Länge hier mit der Länge da vergleichen? Das ist absurd, das muss man heute wirklich nicht mehr tun. Das hat man eigentlich auch schon vor 100 Jahren nicht mehr tun müssen. Einige machen es trotzdem immer noch. Das ist die Zusammenstellung der üblichen Rechenregeln für die Ableitung. Also den Grenzwert von solchen Ausdrücken, Funktion an der gestörten Stelle, Funktion an der Originalstelle, voneinander abziehen, durch die Störung, diesen Grenzwert bildet man höchst selten. Man guckt sich diese Regeln an. Produktregel, Faktorregel, Kettenregel, Prozentenregel, wie leite ich den Sinus ab? Und dann geht das Ganze wie von selbst. Genau das macht ja Wolfram Alpha auch, wenn Sie es eintippen und sich angucken, was die Schritte sind. Wird knallhart einfach diese Regeln ausgeführt. In vernünftiger Form. Oh, das noch als Anmerkung von heute Morgen. Immer von außen nach innen. Das wäre jetzt auch kein Lückentext für, aber ich lerne regelmäßig dazu. Wenn Sie so einen Ausdruck haben wie
Sinus von x Quadrat, vielleicht kriege ich mal ein richtiges n hin, Sinus von x Quadrat mal, weiß ich nicht, e hoch Wurzel x. Welche Regel zuerst? Bei welcher der Regeln gucken Sie zuerst nach? Oder hoffentlich erinnern sich auch an die Regel dann, wenn das abzuleiten ist. Wir können ableiten. Funktionen von Funktionen, Produkte von Funktionen, Summen von Funktionen. Was ist das hier? Produkt, Summe, Funktion von Funktion. Zuallererst. Zuallererst ist das ja ein Produkt von Funktionen. Produktregel zuerst. Ups, das müssen wir nochmal haben dann anscheinend. Okay, also hier steht da nachher den ableiten und den sein lassen, wie er da ist, plus den stehen lassen und den ableiten. Und dann geht es mit der Kettenregel weiter. Das x² in der Ableitung, Wurzel x in der Ableitung. Also hier erst die Produktregel. Sie arbeiten von außen nach innen. Genau dasselbe macht Wolfram Alpha, von außen nach innen arbeiten.